Derby-Time in der Wasserball-Bundesliga. Am 24. November empfing die SG Neukölln den Rekordmeister, die Wasserfreunde Spandau 04. Und die Spandauer mussten ja auf ihren gesperrten Trainer verzichten. Und so sprang der Teammanager, Peter Röhle, interimsweise ein. Es ging darum, die jungen Leute auch mal ein bisschen auszuprobieren und in der Bundesliga spielen zu lassen. Und das ist gelungen. Das Spiel, das kann vorweggenommen werden, eine klare Veranstaltung. Ein Klassenunterschied war zu sehen. Der Rekordmeister begann stark und führte bereits nach dem ersten Viertel mit 6:1. Der Trainer der Gäste, der Neuköllner, versuchte es in der Pause nochmal, sein Team besser einzustellen. Allerdings stellte er das Team von Peter Röhle nicht vor große Probleme. Sind mit Spandau im Moment sehr auf die Champions-League-Spiele fokussiert und auf die Spiele in der Bundesliga gegen Waspo Hannover. Und wir haben auch dieses Spiel heute dazu genutzt, unseren Rhythmus zu finden, den wir, wie gesagt, in der Saison in den, den schweren Spielen noch nicht so hundertprozentig gefunden haben. Es war keine schwere Aufgabe heute für uns. Die Spandauer hatten das Spiel jederzeit aber sowas von im Griff. Es war eigentlich nur eine Frage der Höhe, wie dieser Sieg zu ihren Gunsten ausfallen würde. Die Gastgeber, die SG Neukölln, hatte dem nichts entgegenzusetzen, haderten aber auch ein wenig mit den Schiedsrichterentscheidungen. Je länger das Spiel dauerte, desto weniger passierte und die Fans mussten immer länger auf spannende Aktionen warten. Am Ende gewannen die Wasserfreunde Spandau 04 das Spiel ungefährdet mit 14:3 und bleiben weiterhin im Titelrennen dabei.